Moin, wieder Platz genommen im Badezimmerschrank. Das ist gut, denn heute gibt es wieder was für die Haare. Und da möchte ich euch mal zeigen, was bei mir vor ein paar Tagen Neues angekommen ist. Und zwar möchte ich heute euch mal die Pomaden aus dem Hause Gables zeigen. Ja, ich halte sie noch ein bisschen näher in die Kamera, dass man die Titel gut sehen kann. Ja, Gables Pomade, noch nie davon gehört. Ich bis vor ein paar Tagen auch nicht. Das ist eine ganz interessante Entdeckung. Und ja, die Entdeckung ist interessant. Also, wie gesagt, ich habe von dieser Pomade bis vor ein paar Tagen noch nie gehört, bis mich dann jemand mal darauf aufmerksam gemacht hat, hast du die schon mal probiert. Und der Name Gables war mir davor schon seit vielleicht ein paar Monaten ein Begriff. Ich hatte mal gesehen, dass es so ein paar Aftershaves unter diesem Namen geben soll. Wo glaube ich, dass Bay Rum auch ein bisschen bekannter ist. Aber diese Pomaden von Gables haben überhaupt nichts gesagt, obwohl die, steht da oben drauf, obwohl es diesen Hersteller seit 1932 gibt. Ja, und dieser Hersteller ist mir auch jetzt, wo ich heute die Pomade mal vorführe, ist mir immer noch so ein bisschen ein Mysterium. Also ich habe natürlich, wenn mir jemand so ein Produkt zeigt, hey, hast du die Pomade hier schon mal probiert und ich sehe seit 1932, dann gucke ich natürlich erstmal, was kann man darüber rausfinden? Vor allem, was finde ich so für alte Bilder und Werbeanzeigen und Vintage-Dosen, die auf irgendwelchen Antiquitätenportalen angeboten werden. Und ich habe fast gar nichts über diese Pomade so wirklich gefunden. Ja? Also die Produkte von Gables, die gibt es in so ein paar vereinzelten Barber Supply, Online-Shops hier. Und ansonsten haben die eine Website, wo man eigentlich auch nicht wirklich Informationen findet, nur deren Produkte, die dann meistens, also dann sind da Links zu Amazon, wo man die bestellen kann. So habe ich das auch gemacht. Und die haben halt diese zwei Pomaden. Dann haben die eine Reihe Aftershaves. Von denen habe ich mir jetzt nachträglich auch noch ein paar zum Ausprobieren bestellt. Und ansonsten haben die halt noch Shampoo, Gel, Hundeshampoo und alle möglichen Sachen. Aber ja, das ist irgendwie kein wirklich großer Name. Also, obwohl das wohl ein richtig klassisches altes Produkt ist, ist das irgendwie kaum bekannt, kaum im Gespräch und bekommt auch nicht die Aufmerksamkeit, die jetzt so Klassiker wie Murray's oder Sweet Georgia Brown bekommen haben. Es hat auch nicht an diesem Pomade-Revival teilgenommen. Also ganz interessante Sache, ja. Hatte kurz den Verdacht, ob die vielleicht bescheißen, ob das irgendwie was Neues ist und die schreiben nur drauf seit 1932, aber ich habe da ein bisschen so in der Online Patent- und Markenzeichen-Datenbank gesucht und da gibt es Einträge, also einen Gables-Eintrag und dann noch einen extra Eintrag Crew Butch bei Gables als Marke und das geht alles zumindest bis in die 60er zurück. Auch manche richtig alte Marken beginnen da langsam erst so, dass die in diesem System erfasst sind. Und die haben eine Instagram-Seite, habe ich noch gesehen. Da haben die zumindest auch so ein paar alte Bilder. Ich glaube, teilweise aus den 30ern, 40ern. Auch Bilder von der Produktion und so. Also man findet schon Informationen. Aber ja, ich glaube, diese Marke, also sitzt in Los Angeles. Ich kann es dir noch kurz zeigen. Da ist die Adresse. Na, komm, Fokus. Moment, muss mal kurz. Ja, genau. Also sitzt in Los Angeles, Gables Cosmetics. Habe auch mal auf Google Maps mir die Adresse angeguckt und das ist wirklich so ein ganz kleines, unscheinbares Gebäude, wo der Name dran steht, in so einem relativ zentralen Stadtteil von Los Angeles, wohl ein sehr geschichtsträchtiger Stadtteil, so praktisch eine der Keimzellen der Stadt. Und da ist dann irgendwie eine koreanische Kirche gegenüber und drumherum sind so ein paar Lagerhäuser und Restaurants, mexikanische Restaurants, ein Block weiter noch eine mexikanische Kirche. Und die haben, glaube ich, auch einen Verkaufsladen wirklich da in ihrem Gebäude und haben auch Fotos davon bei Instagram, aber wirklich ganz klein, unscheinbar. Und ich habe das Gefühl, also wahrscheinlich hat diese Marke nie so wirklich, sich nie so wirklich überregional verbreitet und ist vielleicht so ein Relikt aus so einer Zeit, wo man so Kosmetikprodukte zum Beispiel eigentlich immer regional bezogen hat. Also so Royal Crown und Black and White kannte man vielleicht nur, wenn man in Memphis, Tennessee und der Gegend gelebt hat und weiß ich nicht, andere Sachen kannte man vielleicht nur, wenn man in Chicago gelebt hat und das war vielleicht über Los Angeles oder über Kalifornien hinaus nicht so wirklich bekannt, ja. Nichtsdestotrotz hat mich das Produkt gereizt, oder die Produkte. Ich habe mir jetzt die beiden Pomaden geholt, die Brilliantine Pomade und die Lemon Pomade. Das sind die beiden, die über deren Website angeboten wurden
Und dann gibt es auch so ein Crew Butch Wax oder sowas. Das findet man aber nicht über deren Website, sondern in so ein paar anderen Barber Supply Shops. Vielleicht werde ich das auch nochmal ausprobieren. Wie gesagt, jetzt haben die noch Haarwasser und ein Rosenhaaröl und dann alle möglichen anderen Kosmetiksachen. Ja, genau, habe ich mir bestellt, ist angekommen. Und dann kann ich ein bisschen was dazu sagen. Also, ich kann es nochmal in die Kamera zeigen. Das ist die Vorderseite. Wenn wir da ein bisschen weiter drehen, sehen wir die Inhaltsstoffe. Und da, wenn die Kamera gleich mal fokussiert, sehen wir schon, Moment, sehen wir schon, dass das eine sehr simple Pomade ist. Also eigentlich die, Moment mal, ja, eigentlich die simpelste Form von Pomade, die es überhaupt gibt, nämlich nur zwei Inhaltsstoffe. Also Petrolatum ist Vaseline, also nur Vaseline und Parfüm, ja. Praktisch genau die gleiche Zusammensetzung wie bei Tres Flores zum Beispiel oder früher stand es auch so bei Sweet Georgia Brown auf der Dose, ja. Die einfachste oder simpelstmögliche Pomade. Bei der Lemon Pomade sind es die gleichen Inhaltsstoffe, ja, da ist es halt nur ein anderer Duft, zu dem ich gleich was sagen kann. Und dann sehen wir auf der Rückseite noch so ein paar Anweisungen, also wie man die genau benutzt und dann die Adresse. Da ist dann noch so ein QR-Code zum Anscannen, damit man es auf Amazon nachordern kann. Auf dem Deckel auch nochmal mit QR-Code. Ja, das ist eigentlich erstmal, was man so zum Äußeren sagen kann. Genau, nur zwei Inhaltsstoffe. Das heißt, das ist eine relativ weiche Pomade. Also die ist von der Konsistenz und vom Verhalten, würde ich auch sagen, praktisch genau wie Tres Flores. Ich kann ja mal diesen Schraubdeckel kann ich aufmachen, können wir uns die Pomade mal angucken. Also so ein leichter rosa Ton, relativ farblos. Und hat einen sehr schönen, ich denke, es ist ein Rosenduft. Also ich musste dabei sofort an, wenn ihr aus dem Nahen Osten kommt, besonders aus arabischsprachigen Ländern, kennt ihr vielleicht Basbousa. So eine Art Grießgebäck aus dem arabischen Raum, also zumindest aus der Levante, glaube ich, das in Rosenwasser getränkt ist und daran hat mich das sofort erinnert. Also es ist ein sehr, sehr, sehr zarter, blumig-süßlicher Duft. Ja, ich würde sagen, es ist einfach nur ein Rosenduft. Glaube nicht, dass da noch irgendwas anderes dran ist. Auf jeden Fall sehr dezent und auch in den Haaren ist der Duft sehr zurückhaltend und ist eigentlich nach relativ kurzer Zeit auch nicht mehr wirklich wahrnehmbar. Also vielleicht, wenn man die Nase direkt in meine Haare halten würde, ja, aber nicht so, glaube ich, dass der irgendwen belästigt. Ja, eine schön weiche Pomade werde ich gleich mal ausprobieren. Als Alternative dazu hätte ich jetzt natürlich noch diese Lemon Pomade aus dem gleichen Hause. Wenn ich die mal aufschraube, sehen wir da. Ja, im Grunde sehen wir, glaube ich, auch, dass die Liste der Inhaltsstoffe nicht vollständig ist, denn da ist ja offensichtlich Farbstoff drin. Aber ich glaube, sowas muss hier nach dem Gesetz auch nicht angegeben werden, welche Gelbstoffe da drin sind. Genau, also gelb passt halt zum Konzept der Lemon Pomade. Und wenn man dran riecht, riecht sehr zitrisch, aber auf eine sehr beißende, künstliche Art und erinnert mich sehr an eine frisch geputzte öffentliche Toilette, also Klostein, starkes Reinigungsmittel, wirklich ein. Also ich sage einfach mal, meins ist es nicht, meins ist der Geruch nicht, ich finde den nicht angenehm. Und ich hatte, man sieht, ich habe sie ja auch schon ausprobiert. Ich hatte die Hoffnung, dass der Duft in den Haaren dann anders ist, aber in den Haaren ist er minimal schwächer und relativ langanhaltend. Das heißt, als ich die Pomade ausprobiert habe, ist dann im Verlauf von ein paar Stunden immer wieder dieser Duft von frisch geputzter öffentlicher Toilette in meine Nase gedrungen. Das heißt, dufttechnisch bin ich absolut eher auf der Seite der Brillantine Pomade und die werde ich heute mal nehmen. Einfach mal ausprobieren. Heißt, die Dose nochmal auf. Ja, da ist sie. Das ist die sehr, also wirklich eine, wirklich ein angenehmer Duft, den ich gerne mag. Ja. Genau, es ist butterweich. Ja, also eine richtig typische leichte Pomade zu vergleichen, vielleicht auch mit Royal Crown, aber noch weicher als Royal Crown, vielleicht auch mit der blauen Dex. Wie heißt die blau nochmal? Short and Neat zu vergleichen. Aber
Wer meinen Kanal verfolgt oder mich sonst kennt, weiß vielleicht, dass weiche Pomaden genau mein Ding sind. Die funktionieren bei mir gut, die funktionieren wesentlich besser als feste Pomaden. Die nehme ich bevorzugt. Und deshalb ist das hier eigentlich, also Gables Brilliantine Pomade ist auch genau mein Ding, würde ich sagen. So, schön in die Haare einarbeiten. Haare sind relativ fettfrei, deshalb nochmal einen Klacks mehr. So, nochmal alles rein, schön verteilen. Ja, also wirklich ein interessanter Fund, diese Pomade und dieser Hersteller. Ja, wird man sehen, was die Aftershaves so taugen, die ich mir bestellt habe. Werde ich dann auch auf meinem Kanal hier ein paar Worte zu verlieren. Aber die Pomade, würde ich sagen, ist erstmal erste Sahne und eigentlich schade, dass die nie wirklich eine große Bekanntheit erlangt hat. Ja, kurz mal die Hände waschen. So, Handtuch habe ich gerade in die Wäsche getan, also Hände abtrocknen ist heute nicht. So, dann einmal durchkämmen. Und man sieht, wie bei leichter Pomade zu erwarten, kein Widerstand. Haare sind richtig geschmeidig kämmbar. Das sagt mir schon mal zu. Ja, Gables Pomade aus Los Angeles seit den 30er Jahren. Da ist mir natürlich L.A. Noire in den Sinn gekommen. Wer gerne zockt und das kennt, vielleicht war das ja die bevorzugte Pomade von Detective Phelps. Wenn er denn real gewesen wäre, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht sollte ich heute mit der Pomade in den Haaren mal wieder eine Runde L.A. Noire zocken. Auf Verbrecherjagd gehen. Wobei das Spiel leider relativ linear ist, sodass der Wiederspielwert, also man spielt es eigentlich, oder ich zumindest, wenn ich es nochmal spiele, eigentlich immer nur wegen der Atmosphäre, weil die Sachen, die man da macht, das ist ja doch immer wieder das Gleiche und spätestens nach dem zweiten Mal durchzocken weiß man eigentlich, wie man die Hinweise findet und wie man richtig verhört und so, welche Antworten richtig sind. So, ja, damit lässt sich auf jeden Fall eine schöne Tolle bauen bei mir. Abhängig nicht nur von Technik, sondern natürlich auch ein bisschen von Haartyp. Und dann würde ich sagen, bin ich gleich startklar für was auch immer heute kommen mag. Na, will noch nicht so richtig. Mache ich doch mal mit dem normalen Kamm. Ich habe mal wieder den Afro-Kamm probiert. So. Okay, genau. Also, das ist sie. Die Gables Pomade. Ja. Also eine schön weiche Pomade, die ordentlich Glanz verleiht und die leider nie so bekannt geworden ist wie andere Pomaden. Also vielleicht eher regional bekannt oder auch da. Vielleicht heute eher so unter dem Radar seit der Zeit, als die Bekanntheit von Pomade allgemein abgenommen hat und sich Haarspray und solche Sachen durchgesetzt haben. Ja, genau. Was wollte ich zu der Pomade noch sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber es fällt mir nicht mehr ein. Vielleicht war es auch nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, bin ich für heute erstmal wieder fertig. Ja, und werde mich melden, vielleicht nochmal, wenn meine Aftershaves von dem Hersteller ankommen. Oder vielleicht hole ich mir noch was anderes, das Crew Butch Wax oder ähnliches von Gables. Ja, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und erstmal wieder zurück in den Schrank. Ich hole euch raus, wenn es Neuigkeiten gibt. Ja? Bis dann.